für die Tangente stehen uns eigentlich zwei Funktionsgleichungen zur Verfügung. Die eine Funktionsgleichung lautet t von x gleich mx plus n, wobei wieder m der Anstieg ist und n der Abschnitt mit der y-Achse. Und eine zweite Tangentgleichung, die ich nenne, ist t von x gleich f' von x0, dann habe ich die Stelle x0, mal x minus x0 plus f von x0. Das ist diese. Anhand eines Beispiels werde ich beide Tangentengleichungen betrachten. Gegeben ist die Funktion f von x gleich 1/2 x². Im Punkt P mit den Koordinaten 1 und 0, 5 soll die Tangente an den Graphen von f gelegt werden und wir fragen, wie lautet diese Gleichung. Wie sehen wir uns das ja an? Kamera, bitte. Die rote Darstellung ist der Graph der Funktion f von x gleich 1/2 x². Und wir betrachten hier die Stelle 1. An der Stelle 1, da haben wir den Funktionswert dann 1/2. Und diese Tangentengleichung, weil wir haben. Diese Tangentengleichung. So. Ansatz Nummer 1 wäre t von x gleich mx plus n. Wir bilden die Ableitung. F' von x, meiner Funktion wäre x. Das heißt, der Anstieg entspricht dann m' von 1 und das ist 1. So, dann kann ich nochmal ausgehen von der allgemeinen Gleichung, t von x gleich mx plus n. Der Funktionswert ist 0,5. Dann könnte ich schreiben gleich m1, x ist 1, also einmal 1 plus n. Und diese Gleichung nach n abgeleitet oder aufgelöst, liefert uns dann 0,5 minus 1, das ist minus 1/2. Damit lautet die Tangentengleichung x minus 1/2. So, wir nehmen ein Stückchen rüber noch. Wir sind immer noch da. Oder ich nehme, wie gesagt, die zweite in der Form t von x gleich f' von x0 mal x minus x0 plus f von x0. Da brauche ich natürlich den Punkt, p mit den Koordinaten 1 und 0, 5. F' von x war x, f' von 1 ist 1 und dann kann ich bilden t von x gleich f' von x0, das ist 1, dann x mal den Punkt 1 und dann allerdings der Funktionswert, dann leer ist 1/2. Ja, und das ausgerechnet liefert x minus 1 plus 1/2 und das liefert uns t von x gleich x minus 1/2. Also genau die gleiche Darstellung wie bei der. Mit welcher Tangentengleichung wir arbeiten, spielt überhaupt keine Rolle. Bis hierher.